Mare Kurhotels in Bad Radkersburg ist ein Familienunternehmen mit dem Schwerpunkt Gesundheit. Derzeit beschäftigen wir in Bad Radkersburg rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie zwei Lehrlinge. Wir wollen unsere Gäste 3 Wochen lang kulinarisch und gesundheitlich auf höchstem Niveau verwöhnen. Im Team legen wir sehr viel Wert auf ein vertrauensvolles und kollegiales Miteinander. Wir möchten mit der Ausbildung von Lehrlingen dem Fachkräftemangel entgegensteuern. Das war jetzt ein kurzer Einblick in das Hotel Fontana in Bad Radkersburg. Ich darf bei uns begrüßen die Katharina Urbanitsch, F&B-Managerin des Hotels. Und das führt mich gleich zu meiner ersten Frage. Was oder wer oder wie ist eine F&B-Managerin? Also ganz kurz erklärt, eine F&B-Managerin ist für alles, was Getränke und Speisen betrifft, verantwortlich. Ganz einfach erklärt. Alles, was im Hotel rund um Speisen und Getränke passiert. Spricht vom Einkauf her, bis das Essen am Teller ist und das Getränk am Tisch steht. Frau Urbanitsch, wie wird man jetzt F&B-Managerin? Haben Sie das schon gewusst? Mit 5 Jahren, mit 6 Jahren, das möchte ich einmal werden? Oder hat es da ein paar Zwischenschritte gegeben? Ich wollte immer schon in die Gastronomie. Ich liebe es, mit den Leuten zusammen zu sprechen und gesellige Stunden zu verbringen und habe mit 15 begonnen, eine Restaurantfachfrau-Lehre zu beginnen, habe dann ein paar Jahre in der Hotellerie verbracht und habe alle Abteilungen so quasi durchgemacht von der Pike auf und habe dann entschlossen, mich heraufzuarbeiten, wollte nicht schulisch weiter studieren und habe mich mit Kursen weitergebildet und habe bei der WIFI die Ausbildung zum F&B-Manager absolviert und leite jetzt seit einigen Jahren in der Mare-Gruppe das komplette F&B. Ein beeindruckender Weg, also von der Lehre über Weiterbildung, dann auch beruflich unterschiedliche Stationen. Das Hotel Fontana, wer das von euch vielleicht nicht so kennt, ich habe mir da im Vorfeld ein bisschen das angeschaut, 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das heißt, das ist ja doch nicht so klein. Vielleicht können Sie uns noch ganz kurz den Betrieb ein bisschen vorstellen. Da gibt es, glaube ich, auch mehrere Standorte. Genau, wir sind hauptsächlich spezialisiert auf Gesundheit. Wir arbeiten mit verschiedenen Versicherungen zusammen. Bei uns kann man klassisch die Kur über die Versicherung machen. Wir haben in Bad Radkersburg das Thermalhotel Fontana mit 200 Gästen, was wir hier verpflegen. Das Hotel Triest verpflegen wir mit 100 Personen und dann haben wir noch ein kleines Landhaus für Jahreszeiten, verpflegen wir 25 Personen. Zu unseren Unternehmen gehören auch Rehabilitationskliniken dazu. Dazu gehört die Klinik Judendorfstraß-Engel, die Klinik Wilhering und auf der Stolzalpe haben wir auch etwas. Also es ist ein großes Unternehmen und es bietet auch die Möglichkeit, in verschiedenen Betrieben zu schnuppern und sich die verschiedenen Betriebe anzuschauen. Das heißt, ich kann als junger Bursch, als junges Mädchen, als Lehrling ich habe einen Hauptbetrieb, ich bin zum Beispiel in Bad Radkersburg, kann aber auch einmal wechseln in einen anderen Betrieb der Mare-Gruppe. Gerne, jederzeit. Ich finde es persönlich auch sehr wichtig, dass man immer verschiedene Betriebe ansieht und die Abläufe ansieht. Und das ist einfach wichtig, ja. Fein. Wir haben noch gar nicht gesprochen, welche Lehrberufe es bei euch gibt im Hotel. Das heißt, Sie selbst haben Restaurantfachfrau gelernt. Ja. Genau. Wir bilden aus Restaurantfachfrau, Restaurantfachmann, Koch, Köchin oder Hotel- und Gastgewerbeassistent oder Assistentin. Das heißt, wir haben 3 Lehrberufe hier, die ihr anbietet. Genau. Alle 3 Lehrberufe haben eine Lehrdauer von 3 Jahren. 3 Jahren. Berufsschule ist auch immer wieder eine Frage, die kommt gerade vorher im Chat. Also wo ist die Berufsschule für eure Berufe? Ganz ein Heimvorteil hier in der Region. Wir haben die Landesberufsschule Bad Gleichenberg, ist vermutlich ganz
sehr bekannt, weil es einfach eine Schule ist, die ja weit über die Lehrausbildung hinaus einen sehr guten Ruf hat. Und ja, das ist eigentlich ein Vorteil. Ja? Das heißt, ihr habt Lehrlinge, Berufsschule ist immer Thema mit der Entfernung, die im Gleichenberg auch nächtigen während der Berufsschule, im Internat oder manche auch nicht. Das kann man sich ja, glaube ich, auch aussuchen. Genau, also ich habe zwei Lehrlinge, die wohnen natürlich ganz in der Nähe. Die haben den Vorteil und die fahren natürlich jeden Tag nach Hause. Können aber auch im Internat sein. Können natürlich auch im Internat sein, aber es besteht auch die Möglichkeit, jeden Tag dorthin zu fahren. So, jetzt bin ich vom Hotel Fontana beeindruckt, sitze vor meinem PC zu Hause oder in der Schule und möchte mich bewerben. Wie mache ich das? Ja, einfach eine E-Mail schicken an das Hotel Fontana oder persönlich an mich. Und dann lade ich Sie zum Vorstellungsgespräch ein. Dann wird einmal komplett alles erklärt, wie das so funktioniert in der Lehre, was einem alles bevorsteht. Und dann machen wir natürlich auch jedes Mal Probetage, weil es ist auch in unseren Interessen von der Firma, auch Interesse von den zukünftigen Lehrlingen, das vorher sich genau anzusehen. Da machen wir meistens 3 Tage, muss ich ehrlich auch sagen, weil mit einem Tag ist es sehr schwierig zu entscheiden, weil es ist ja eine langfristige Entscheidung, ob ich das in Zukunft machen möchte oder nicht machen möchte. Nach den Probetagen wird sich noch einmal zusammengesetzt, dann wird die 3 Tage werden besprochen, wie das alles abgelaufen ist, wird ein Feedback zurückgeholt und meistens mache ich dann eine Bedenkzeit, dass derjenige eine Woche überlegt und dann setzt man sich noch einmal zusammen und dann bespricht man eben das Weitere. Jetzt haben wir das Wort besprechen gehabt, zusammensetzen. Was ist so eine typische Frage, die Sie an eine Bewerberin, an einen Bewerber, stellen in einem Bewerbungsgespräch? Was interessiert Sie da? Mir ist ganz wichtig in der Gastronomie, dass die mit Menschen können. Das gewisse Etwas, das kann man nicht erlernen, man muss das einfach können. Und das frage ich meistens immer, ob die Liebe jetzt da ist, entweder ob das jetzt ein Kellner ist, ob ich gerne mit Speisen arbeite oder mit Getränken arbeite oder an der Rezeption die Menschen begrüße. Für mich ist es eben wichtig, das gewisse Etwas. Ja, danke schön. Wie schaut es aus mit Zeugnisnoten? Wie relevant sind die für Sie? Für mich ist ganz ehrlich gesagt ein Zeugnis nicht ausschlaggebend für eine Lehre, muss ich ganz ehrlich sagen. Für mich ist der Mensch viel wichtiger wie ein Zeugnis. Ich hoffe, wir haben nicht alle ganz genau zugehört. Aber das Zeugnis ist ein Teil einer Persönlichkeit, aber hinter jedem und jeder von euch steht eine Person, die viele Talente und Stärken mitbringt und die gilt es, glaube ich, Frau Urbanitsch, die gilt es herauszufinden in einem Gespräch. Die Freude am Beruf, die Begeisterung, das Interesse, das sind für Sie ganz wichtige Faktoren. Genau. Wir haben eine Frage aus dem Chat. Jawohl, Marius. Wenn man sich jetzt noch nicht ganz sicher ist, man glaubt ungefähr, man möchte in den Tourismus gehen, kann ja einfach das offen lassen, schnuppern kommen und wirklich alle Bereiche mal durchgehen? Natürlich, auf alle Fälle. Das ist auch für mich das Allerwichtigste, alle Bereiche durchzuschnuppern, weil es eben eine langfristige Entscheidung ist, was mache ich? Und das ist sehr wichtig, eben alle Bereiche durchzuschnuppern. Und bin offen für alles. Da ich das selber auch alles auch gemacht habe und alle Abteilungen durchgemacht habe, ist das für mich sehr wichtig. So, danke, der Chat läuft. Also zuerst haben wir gesagt, habe ich versprochen, wir grüßen einmal die BTS Murek. Und ich muss liebe Grüße von uns allen, oder? An die BTS Murek. Wir sind da weit über die Region, auch die Musikmittelschule Graz, Schatze. Aber die Fragen. In welchem Fach sollte man eher gute Noten haben? Sie haben zwar gesagt, das ist nicht so ausschlaggebend, aber da möchte wer wissen, wo soll er sich doch mehr anstrengen? Es ist schwierig zum sagen. Deutsch, Mathematik. Also eher so ausgeglichen und ein bisschen Herz und ein Einfühlungsvermögen wahrscheinlich und Begeisterung mitbringen. Genau. Und die nächste Frage ist, auch nicht unwesentlich für die Jugendlichen, wie viel verdient man bei diesen Berufen?
Also im ersten Lehrjahr verdient man 785 Euro brutto, im zweiten Lehrjahr verdient man 890 Euro brutto und im dritten Lehrjahr verdient man 1015 Euro brutto. Als ausgelernte Fachkraft verdient man 1688 Euro brutto und da diese Branche Tourismus und Gastgewerbe sehr gefragt ist, ist die Lohneinstieg immer höher, weil das ein sehr gefragter Beruf ist. Plus, was man nicht unterschätzen darf, das Trinkgeld. Genau, das ist sehr wichtig. Aber nichts verraten. Okay. Was schätzt ihr, wie hoch ist das Trinkgeld eigentlich in einem touristischen Beruf, im Service, in der Küche? Was glaubt ihr? Mal Chat kurz überlegen, vielleicht auch schnell was vielleicht in den Chat, wenn der Kollege von Vulkan.tv schnell mal noch die Nummer einblendet, dann werden wir mal in die Runde fragen, was ihr schätzt, wie viel Trinkgeld es im Service, nehmen wir den Restaurantfachmann, die Restaurantfachfrau, wie viel es da gibt. Und während ihr da Zeit habt, so ein bisschen zum Überlegen, muss ich ja die Frau Urbanitsch noch fragen, sie haben uns auch was mitgebracht, etwas Typisches aus ihrem Berufsfeld, aus einem Gastronomie- und Hotelleriebetrieb. Da steht irgendwas am Tisch. Ich habe gestern, muss ich zugeben, meinen Küchenlehrling gefragt, sage ich, du Kevin, was fasziniert dich so an deiner Kochlehre oder was begeistert dich einfach? Er hat zu mir gesagt, die Gewürze interessieren ihn sehr und er hat am Anfang überhaupt nichts mit Gewürzen anfangen können, für was typisch ist und er liebt es einfach, mit den Gewürzen zu würzen und ich habe heute mitgebracht einen Rosmarin. Es ist ein Allrounder-Gewürz, man kann Fleisch damit würzen, Fisch, Gemüse, auch Desserts. Ja. Ich weiß jetzt zwar nicht, wie viele Gewürze es auf der Welt gibt, aber es sind, was ich weiß, ziemlich viele. Das heißt, viele. Der Beruf ist kreativ, bleibt spannend, man kann variieren und man kann komplett neue eigene Mischungen sozusagen verwirklichen. Man kann die Kreativität vollkommen ausleben mit den verschiedenen Gewürzen. Ja, Mali, es gibt schon Antworten auf unsere Frage. Was sind die Schätzungen Trinkgeld im Bereich Tourismus? Was sagt die Nachrichtenbox? Wir schwanken zwischen 15 und 500 Euro. Okay. 500 Euro wahrscheinlich, wenn es Saison ist. Am Tag, in der Woche? Am Tag 30 Euro, dann haben wir dort 350 in der Woche. Hängt wahrscheinlich, muss man fairerweise auch sagen, vom Betrieb ab. Was sagt die Frau Urbanitsch dazu? Wenn ich eine gute Kellnerin bin und das wirklich mit Leidenschaft oder so mache, sind 250 Euro in der Woche überhaupt kein Problem. Und das kommt dann noch dazu? Also zum Lehrlingseinkommen oder dann auch später zum Gehalt kommt das dazu? Das kommt dazu, genau. Ich muss dazu sagen, ich in meiner Lehrzeit damals durfte sehr viel kassieren und habe meine Lehrlingsentschädigung nie vom Konto angreifen müssen. Ich habe nur von meinem Trinkgeld gelebt. Und man kann sehr gut dazu verdienen. Eine interessante Botschaft. Also nur vom Trinkgeld gelebt, muss man aber fairerweise auch dazu sagen, hängt immer ein bisschen vom Betrieb ab, genau, von der Situation. Natürlich. Aber es gibt, deswegen gibt es ja auch die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Lehrbetrieben auszuwählen. Der Herr Hacker vom AMS Feldbach hat uns heute ja berichtet, dass es über 120 Lehrstellenangebote in der Region gibt. Viele Möglichkeiten. Frau Urbanitsch, abschließend noch ein Tipp an die Jugendlichen und auch an die Erwachsenen. Wir haben heute schon gehört, man lernt ja nicht aus. Es gibt das Stichwort des lebenslangen Lernens. Es gibt auch Erwachsene, die im zweiten Bildungsweg oder überhaupt auch erst eine Lehre starten. Was ist Ihr Tipp für Jugendliche, für Erwachsene, die auf Jobsuche sind, die überlegen, Mein Tipp ist, die Gastronomie schreckt am ersten Blick immer etwas ab, die Arbeitszeiten, der Verdienst, aber in der heutigen Zeit ist es ganz anders wie früher und es ist eine sehr, sehr vielfältige Branche. Man kann so viel im Tourismus und in der Hotellerie machen und bewerben, bewerben, bewerben. Gut, eine Frage, Marlies, haben wir noch bekommen? Oder zwei, genauer gesagt. Ja. Die Aufstiegsmöglichkeiten, die haben wir mit Ihnen als Karrierebeispiel schon erklärt. Man kann F&B-Manager werden und sich weiterentwickeln.
Die nächste Frage ist, kann man eigentlich nur Rezeptionist lernen oder was muss man dazu lernen? Man kann auch nur Rezeptionist lernen und es wäre dann Hotelkauffrau oder Hotelkaufmann. Ist auch mit 3 Jahren und verbringt man die ganze Lehrzeit 3 Jahre an der Rezeption. Oder ansonsten wäre es in der Hotel- und Gastgewerbe. Genau, da, also bei Hotel- und Gastgewerbeassistent ist immer ein zweiter Beruf dabei. Das heißt, entweder verbringe ich dann die eine Hälfte im Service oder eine Hälfte in der Küche und die andere Hälfte an der Rezeption. Das ist so ein bisschen ein Zusammenspiel, eben, dass ich von jeder Abteilung einen Einblick habe. Gut, vielen Dank, Frau Urbanitsch. Hotel Fontana aus Bad Rackersburg, 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 2 Lehrlinge, 3 Berufe. Ein spannender Einblick. Wir sagen ganz herzlichen Dank.